Hallo zusammen. Tipps für Models. Und zwar, wenn du Model bist, so Gelegenheitsmodel, nicht Profi, nicht Vollprofi, sondern Gelegenheitsmodel, du lässt dich einfach hin und wieder gerne fotografieren von überwiegend Hobbyfotografen. Oder wenn du so ambitionierter Hobbyfotograf bist und möchtest gerne mal oder öfter Hobbymodels fotografieren und bist nicht so ganz zufrieden mit dem, was da kommt, und möchtest ihr ein paar Tipps geben, dann seid ihr beide meine Zielgruppe für dieses Video. Also, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, ich arbeite relativ viel mit so eben Hobbymodels zusammen. Was stört mich aus Sicht Fotograf, beziehungsweise was würde ich mir wünschen, dass du als Model mehr mitbringen würdest oder überhaupt mitbringen würdest? Und das Erste, das Wichtigste überhaupt ist, wir beide wollen, dass gute Bilder rauskommen. Und jetzt ist die Frage, was heißt gutes Bild? Und gutes Bild hat natürlich die technischen Komponente, das ist meine Aufgabe als Fotograf, und dann vor allem aber auch Posing und Gesichtsausdruck. Und nach meiner Erfahrung können nur sehr, sehr wenige Hobbymodels, und das ist für mich der Unterschied zwischen Model und Hobbymodel, Gesichtsausdrücke. Wenn ich zu dir sage, mach mal einen Schmollmund oder guck mal, lach mal natürlich und guck mal ernst und guck mal traurig und guck mal aggressiv, kannst du das? Also glaubhaft rüberbringen und wenn nicht, üben. Ja? Wenn du besseres Model werden willst, dann geht es nicht darum, welche Haarfarbe du hast oder welche Frisur du hast und ob du einen Pickel am Kinn hast oder nicht, das ist mir alles egal. Aber wenn du keine Gesichtsausdrücke machen kannst, dann kann ich dich nicht gebrauchen für Shootings, die speziell sein sollen. Ich kann trotzdem schönes Licht machen und okay Bilder machen, aber ich kann nicht so richtig coole Bilder machen. Wir beide machen keine 600 Like-Bilder, wenn du nicht vernünftig gucken kannst. Das ist halt so. Und das kann ich halt am Shoot auch dann nicht mehr ändern. Ich kann dir ein paar Tipps geben und sagen, nee, das ist noch kein Schmollmund, versuch mal was anderes. Aber ich kann es dir auch nicht wirklich vormachen. Das musst du wirklich selbst lernen. Okay, also Gesichtsausdrücke. Üb das wirklich, Gesichtsausdrücke. Und zweitens natürlich Posen. Die meisten Hobbymodels können zwei Posen. Ein Gesichtsausdruck, zwei Posen. Das ist zu wenig. Ja, ich kann dich dirigieren und das mache ich auch. Und ich bringe dich dann schon in eine gute Pose. Aber es kostet sehr viel Zeit und Mühe. Und wenn ich zwei Models mir aussuchen kann und die eine kann posen und die andere nicht, dann nehme ich die, die posen kann, weil sie mir das Leben viel einfacher macht. Ist doch klar, oder? Also das steigert deinen Wert, sag ich mal, unheimlich, wenn du posen kannst. Und es gibt ein paar Frauen, die ich auch hin und wieder fotografiere, die können das super. Und die denken auch mit und die sind aktiv und alles. Und die meisten können das nicht. Die stellen sich einfach mal irgendwie hin. Die können genau ein oder zwei posen. Ja? Wichtig ist, das Licht mit reinnehmen. Guck dir die Bilder an, die du von dir hast und überleg mal, warum sie dir gefallen, beziehungsweise warum sie dir nicht gefallen. Bei verschiedenem Licht, wenn du so eine Standardpose hast, wie sieht das bei verschiedenem Licht aus? Schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund, drinnen, draußen, stehen, sitzen, liegen, das ganze Pipapo. Achte da mal drauf und achte da auch mal wirklich live drauf und, guter Tipp, lass dich mal filmen. Ja? Stell dein Handy irgendwo hin und film dich selbst und mach halt mal ein paar Posen. Ja, dann wirst du sehen, dass du bei verschiedenem Licht halt ganz anders aussiehst. Verschiedene Kleidung, ja? Enge Kleidung, weite Kleidung, Lederjacke, T-Shirt, das sieht ja alles ganz anders aus. Und je mehr du davon mitbringst, desto einfacher machst du uns beiden das Leben, desto besser kommen wir voran, desto mehr schaffen wir, desto besser werden die Bilder. Diesen Teil kann ich beim Shooting massiv beeinflussen, aber es kostet mich Zeit. Okay? Das sind also die beiden wichtigsten Dinge. Wenn ich mir das wünschen kann, dann bringst du mehr als zwei, drei, vier Posen und Gesichter mit. Und idealerweise sprechen wir im Vorfeld ab, was kommen soll. Und dann kann man sich natürlich vorbereiten, sich überlegen, kannst du das oder kannst du das nicht. Und dann ist wichtig, dass du auch sagst, nee, das kann ich nicht. Also so ein eher kriegerisches Bogenschützen-Shooting, wie das hier mit Fabienne. Wenn du halt so ein ganz liebes, nettes Mädchen bist und irgendwie nie finster gucken kannst und immer am Kichern bist, dann können wir ganz tolle Bilder machen, aber nicht den Bogen. Weißt du, was ich meine? Dafür können dann andere Mädels können halt dann irgendwie nur aggressiv gucken oder whatever. Ne? Jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen. Und ein gutes Model kann verschiedene Sachen darstellen. Ja? Sehe das meinetwegen als Schauspielerei oder wie auch immer. So, nächster Punkt. Ideen. Bring doch auch mal eigene Ideen mit. Du, wenn du Model bist, beschäftigst du dich ja offensichtlich auch mit Fotografie. Du guckst viele Bilder an. Du hast wahrscheinlich Freundinnen, die Models sind. Achte da mal drauf, was dir gefällt und was du machen möchtest. Mach dir auf deinem Smartphone wirklich einen Ordner mit Ideen. Weil ich kann als Fotograf nur so viele Ideen pro Woche produzieren. Ich glaube, ich bin eine rechte Ideenschmiede. Also wenn du dir mein Portfolio anguckst, ich mache sehr vielfältige Sachen. Ich bringe sehr viele Ideen mit. Aber es ist furchtbar anstrengend. Ja? Und es kostet mir ganz viel Zeit, die ich gerne auch für etwas anderes. Also ich wünsche mir, dass mal eine schöne Frau zu mir kommt und sagt, hier, ich habe eine tolle Idee, kannst du die umsetzen?
Und dann überlege ich, ob ich das kann oder nicht. Ja? Statt zu sagen, und das ist leider häufig so, kann ich mal zu dir kommen und kannst du nicht mal tolle Bilder von mir machen? Und dann frage ich sie, welche Art? Das weiß ich auch nicht, aber gute Bilder. Ja? Das kriege ich dann schon hin, aber es ist halt sehr viel mühsamer, als wenn du mit konkreten Ideen kommst. Okay? Dann beim Shooting mitdenken. Ja? Auch das machen viele, aber längst nicht alle. Manche lassen sich wirklich berieseln. Das ist wie so Popcorn-Fotografie. Ist voll doof für mich als Fotograf. Wenn du nicht aktiv mitdenkst und vor allem auch sagst, was du denkst, dann weiß ich ja nicht, was dir gefällt. Dann liegt alle Arbeit bei mir. Und die Bilder werden nicht so gut, wie wenn wir diskutieren. Und zwar offen und ehrlich. Und wenn du das Gefühl hast, du hast eine schiefe Nase und du siehst nur von einer Seite gut aus, dann sag mir das doch. Ja? Das muss ich ja nicht aus dir rauskitzeln. Und das ist leider häufig wirklich so. Die meisten Menschen haben irgendwas an sich, was sie nicht mögen. Das Porträt mögen viele, das Profil meine ich, mögen viele zum Beispiel nicht. Sag mir das doch. Dann mache ich keine Profilbilder, wenn du das gar nicht willst. Okay? Also miteinander reden. Mitdenken, miteinander reden. Dann komm doch bitte nicht mit deinem ganzen Kleiderschrank. Auch das ist fast immer so, dass die Mädels mit einem riesen Koffer ankommen, wirklich große Koffer, die kaum, ich wohne im dritten Stock, ich muss dann runtergehen und sie den Koffer tragen helfen. Und dann verbringen wir 10 Minuten damit, durch deinen Koffer zu gucken. Und falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin ein Mann. Wenn du mir 10 T-Shirts zeigst, die schwarz sind, dann weiß ich, da bleibt hängen schwarze T-Shirt. Ich sehe die Unterschiede nicht. Und im Zweifelsfall war ich noch, ich glaube, das eine hatte irgendwie keine Ärmel. Nimm mir doch das ohne Ärmel, weil das ist hängen geblieben. Ja, also sehr, sehr wenig konstruktiv, wenn du zu viel Kleider mitbringst. Ein bisschen schon, ein bisschen Auswahl, aber nicht den ganzen Kleiderschrank. Danke. Weil irgendwie, das ist immer doof. Und ich wühle auch nicht gerne in deinen Kleidern rum, wirklich nicht. Ist mir immer sehr unangenehm. In der Regel sagen die Frauen, denn hier ist mein Koffer, wühl doch da mal drin rum. Ist mir furchtbar unangenehm. Ja? Weil in der Regel sind es ja auch Leute, die ich nicht kenne. Und ich wühle doch nicht in deiner Unterwäsche. Also ist mir furchtbar unangenehm. Danke. So die kleinen Dinge am Rande. Dann, wenn wir mit dem Shooting durch sind, habe ich mir in der Regel sehr viel Mühe gemacht mit der Nachbearbeitung. Wir können immer darüber streiten, ob ich das gut mache oder nicht. Und auch da würde ich mir wünschen, dass du mitdenkst. Ich schicke dir in der Regel immer schon Bilder zu, sehr früh auch, und versuche herauszufinden, was dir gefällt. Und wenn du immer sagst, ja, das ist gut, und dann packst du die Bilder auf Instagram mit den wildesten Filtern drauf, finde ich das voll doof. Und am liebsten noch dazu schreiben, Foto bei Stefan Wiesner. Und die Leute, die das sehen, denken, ich habe das Bild so gemacht. Und kriegen ein Bild von mir und meinen Fähigkeiten, das ich nicht möchte. Ja? Also bitte ohne Filter veröffentlichen die Bilder. Sei denn, wir haben darüber gesprochen. Und wenn du das nicht lassen kannst, dann bitte nicht meinen Namen dazu. Danke. Weil du zerstörst meinen Ruf damit. Und das ist für mich geschäftsschädigend. Und dann arbeite ich nicht mehr mit dir zusammen. Um das ganz deutlich zu sagen. Okay? Ist ja nicht böse gemeint, aber ich habe da einfach auch Erfahrungen gemacht, wo ich sage, sorry, mit dem Bild möchte ich nicht irgendwie in Verbindung gebracht werden, weil das ist nicht meine Arbeit. Gerade wenn ich mir viel Mühe gegeben habe. Ja? Denn mir lieber sagen, was dir nicht passt, dann können wir drüber reden. Und wenn du es nicht sein lassen kannst, eben dann halt eben bitte ohne Namen. So, und dennoch ein Punkt. Wir haben Shooting zusammen, 2 Stunden. Und ich weiß, du bereitest dich vor und ich auch. Ich bereite mich auch vor. Und wie viel Nacharbeit hast du nach dem Shooting? Und wie viel Nacharbeit habe ich? Und wahrscheinlich habe ich sehr viel mehr Nacharbeit. Und wahrscheinlich habe ich mich sehr viel mehr mit meiner Ausrüstung, geblitzt und alles beschäftigt, als du dich mit deinen Posen. Kann das sein? Und was ich mir wünschen würde, ist, dass du Respekt vor meiner Arbeit hast. Gerade wenn wir TFP machen, wenn wir einen Vertrag haben, dann ist irgendwie klar, dann haben wir uns geeinigt, du kriegst 5 Bilder folgendermaßen bearbeitet, dann wissen wir das vorher, das ist gut. Aber gerade bei TFP, dann schicke ich dir 20 Bilder und habe da irgendwie 7 Stunden dran gesessen. Und die erste Reaktion ist, oh, super, geil, danke. Und dann kommt eine Liste mit Bildern, die du noch haben willst. Und ich bin dann irgendwie, ich kann ja immer nicht Nein sagen und ich mache das dann meistens auch noch, ich depp. Und dann verbringe ich die nächste Nacht wieder damit, irgendwie noch Bilder nachzubearbeiten und dir zu geben. Ja? Sag mir ganz am Anfang, was du haben willst. Oder akzeptiere halt auch mal, dass ich sage, so, jetzt ist das Shooting für mich durch. Wir können ein neues Shooting machen. Weil umgekehrt, wenn das Shooting ist durch, und dann sage ich zu dir, du, kannst du morgen Abend nochmal kommen, das gefällt mir noch nicht. Komm doch morgen Abend bitte nochmal. Und Montagabend auch nochmal. Und Dienstagmittag hätte ich noch einen Slot, kannst du da nicht auch noch kommen? Da würdest du denken, ich spinne, oder? Aber genau das willst du häufig von mir. Mal drüber nachdenken. Ich verbringe sehr, 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 sehr viel Zeit damit, Bilder nachzubearbeiten. Und wie gesagt, häufig
Ich kriege immer ein Dankeschön, natürlich, aber häufig kommt auch immer gleich Danke, aber ich hätte noch folgende gerne. Und das Problem, was ich habe, ist, wenn ich dir die Bilder unbearbeitet gebe, gerade so Studioaufnahmen, draußen ist immer alles viel einfacher, aber Studioaufnahmen, und ich gebe sie dir unbearbeitet, was passiert? Entweder veröffentlichst du sie so, oder du findest sie doof, weil sie nicht bearbeitet sind, und gehst am besten selbst ran oder nimmst deinen Freund, der keine Ahnung hatte, und da ein bisschen was dran rumfummelt. Und dann steht nachher wieder drin ein Foto bei Stefan Wiesner und alle denken, der Wiesner kann nicht nachbearbeiten. Also kann ich sie nicht unbearbeitet geben und dann kostet mich wieder viel Zeit. Ja? Und du musst ja auch nicht 37 Bilder von derselben Szene haben. Also es gibt ja gar keinen Grund dafür. Also da müssen wir uns ein bisschen finden. Und es klingt jetzt alles ein bisschen böse, ich meine das ja gar nicht so. Das Wichtige wäre ja mal wieder, lass uns miteinander reden. Ja? Wenn wir offen und ehrlich miteinander reden, dann ist es gar kein Problem. Und den Bilderpunkt möchte ich noch aufgreifen. Die Frage ist ja immer, wie gebe ich dir die Bilder? Und jetzt habe ich ein Problem. Weil jetzt haben wir 200 Bilder. Kann ich dir die alle geben in klein? Und du suchst dir die 10 raus, die du am besten findest. Ja, das können wir so machen. Das Problem ist, dann hast du sie alle gesehen, dann willst du alle 200 haben, weil du dich nicht entscheiden kannst und weil du irgendwie das Gefühl hast, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Deswegen will ich das nicht. Zweiter Punkt ist, du siehst sie unbearbeitet und wenn ich sie dann bearbeitet gebe, dann vergleichst du. Und dann siehst du, was ich retuschiert habe und das ist meistens nicht gut. Hängt ein bisschen davon ab, wie gut ich retuschiere und so weiter. Das ist ein ganz heikles Thema, da gibt es kein richtig oder falsch. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Jedenfalls, wenn ich das selbst retuschiere. Es ist einfacher, wenn wer Drittes das macht. Ja, aber in der Regel mache ich das als Fotograf selbst. Und dann besteht die Gefahr, dass du dieses kleine Bild in niedriger Auflösung schon mal irgendwo hinpostest. Und das will ich sowieso gar nicht. Ja, deswegen ist es ganz schwierig, wie machen wir diesen Austausch. Und wenn ich das Gefühl habe, das funktioniert nicht mit uns, dann arbeite ich da nicht gerne mit dir zusammen. Also da müssen wir uns ein bisschen finden. Wir beide, das ist kein Vorwurf oder so. Okay? So, das war's eigentlich. Und wenn du zugehört hast, ist dir aufgefallen, ich habe nicht über Haarfarbe geredet, ich habe auch nicht wirklich über Kleidung geredet oder über Frisuren oder sonst irgendwas. Das ist mir als Fotograf in der Regel egal. Entweder will ich einen bestimmten Look, dann brauche ich halt eben eine Blondine oder eine Dunkelhaarige oder eine Glatzköpfige oder was auch immer. Aber häufig will ich das nicht. Sondern ich will einfach ein cooles Shooting haben und dann geht es mehr darum, was machen wir, welche Idee machen wir und so, die zu dir passt. Ja. Deine Figur zum Beispiel, dein BMI, interessiert mich in der Regel nicht wirklich, jedenfalls nicht im Detail zum Beispiel. Ja. Also die Sachen, über die du dir am meisten Gedanken machst, sind mir meistens am unwichtigsten. Das wäre vielleicht noch gut, auch da gerne mal beim Bier oder Kaffee oder so drüber reden, was ich denn eigentlich will und was du eigentlich willst. Ja. Weil ich weiß das ja auch immer nicht. Aber häufig ist es sehr viel einfacher, so einen Pickel im Photoshop einfach wegzumachen und gut ist. Als da irgendwie deswegen ein Shooting ausfallen zu lassen oder deswegen irgendwie schlecht drauf zu sein oder was auch immer, zum Beispiel. Und die Farbe von deinem T-Shirt ist mir meistens egal. Aber ich bin jetzt auch ein Mann, wenn du mit einer Frau Fotografin sprichst, dann ist das vielleicht wieder anders, weil sie das anders sieht. Okay? Ich hoffe, das war ein bisschen interessant. Egal, ob du Fotograf oder Model bist, hast du vielleicht ein bisschen was mitgenommen. Meine Sicht der Dinge, die ist nicht richtig oder falsch, wie ich gerne sage, ist einfach meine Sicht. Und wenn wir beide zusammenarbeiten wollen, dann ist das ein Thema. Aber wenn du mit dem Peter von nebenan zusammenarbeitest, dann hat er vielleicht ganz andere Wünsche und so. Ja? Und immer ein bisschen mit den Augenzwinkern betrachten das Ganze. Also in dem Sinne, viel Spaß beim nächsten Shooting. Nicht vergessen, Gesichter üben. Ne? Häng dir neben deinen Badezimmerspiegel doch mal eine Liste mit Gesichtsausdrücken. Schmollmund, lachen, aggressiv gucken, nachdenklich gucken, verträumt gucken. Auf Knopfdruck hinkriegen. Wenn du das schaffst, bist du schon mal sehr, sehr, sehr viel mehr attraktiver für mich als Fotograf. Und dann halt eben die Posing-Geschichte. Die beiden Punkte sind wirklich wichtig. Also, schönen Nachmittag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.